Also, Tanglewood Street House, Schwierigkeit Anfänger. Empfohlene Teamgröße 1. Ein kleines, einetagiges, Drei-Schlafzimmer-Haus mit einem Keller. Die Besitzerin rief heute Morgen an. Anhand dessen, was sie erzählte, hört es sich so an, als ob ein Geist diesen Ort heimsucht. Sie werden geschickt, um so viele Beweise wie möglich zu sammeln, damit ein Geisterentfernungsteam sich danach drum kümmern kann. Weitere Infos bei ihrer Ankunft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Phasmophobia. Wir sind immer noch bei der Aufnahme und die ersten Runden waren jetzt ja. Grandios. Was ist denn los, geil? Die waren. Ey, erfolgreich, sondergleichen. Mal schauen, wir haben jetzt auf jeden Fall zweimal Salz und zweimal Taschenlampe. Uns kann nichts mehr passieren. Und Mehl, Zucker, Eier, Milch Mehl, und Zucker, Eier, kacken Milch, wir in Buchen. Zucker. Kacken wir in Buchen, ne? Was? Achte auf entfernte Geräusche. Geister sind dafür bekannt, ihre Opfer zu stalken, wenn es dunkel ist. Also es soll nicht dunkel sein, es soll nicht hell sein. Egal wie man es macht, manchmal ist Verkehr, ne? Haben wir gar keine Ausrüstung jetzt, oder? Optional. Was, wir haben keine Ziele? Wir haben Jemand keine fehlt da auch Ausrüstung. noch. Ach so, Kite ist noch nicht da. Ah, da ist Jetzt geht er. das los. Moin, moin, ja, ich bin so traurig. Ja. So. Okay, Ziel 1. Ja, wir sind vorsichtig. Ziel 1. Entdecke, um welche Art von Geist es sich handelt. Ziel 2. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geiste-Events werden. Ziel 3. Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Ziel 4. Hindern Sie den Geist. Ich sehe auch dein Inneres, ich stecke tief in dir. Okay. Was? Sind ganz wieder, wieder professionell dabei. Ja. Okay, ich nehme die. Alter, dieser unmotivierte Typ, ey. Auch das Salz nehmen, weil du, wenn Ja. du die Taschenlampe da noch nimmst, dann kannst du die Spuren gucken. Ich habe leider, ich weiß nicht, wie ich meine Taschenlampe auswechsel, deswegen. Alter, ohne Witz. Wie sieht's aus, weißt Ich möchte Ja, das echt mit ich weiß Musik nicht, unterlegen, wie was du da die machst, Alter. die andere Kammer zu nehmen, deswegen Das kannst ist du so gerne gut. wieder. Mit G, mit G. Yeah. Party. Yeah. Jo, läuft. Oh. Also ich habe schon 1% meiner Also ich Sanity habe jetzt. aufgebraucht. Also ich habe. Was ist das denn jetzt noch hier? Was Das ist ist ein denn hier? Schwangerschaftstest. Nee, das sind die Räucherstäbchen, die Okay. du da hast noch. Also was wir nicht Ah. brauchen, würde ich tatsächlich wirklich liegen lassen. Also sonst müssen wir das ja immer wieder Aber neu kaufen, wenn wir weißt sterben. du, was wir brauchen? Naja, zumindest keine Räucherstäbchen, ist keine, Richtig, ist und auch von keine Salz gute ist hier auch nicht die Angabe. Rede. Okay, wir brauchen Kruzifix. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Komm, los geht das. Habt ihr eine Kamera? Habt ihr Hab Stab? ich. Habt ihr eine Hab ich. Kamera dabei? Hab ich. Okay. Ich gehe vor. Jo, rein in die Olga. Ich habe kein einziges Hab Item. Ich meine gehe Kamera vor. auf. Hier ist noch das Räucherstäbchen Nee, und lass ich mal nehme. das Räucherstäbchen drin, weil. Brauchen wir Brauchen nicht. wir nicht. Ich nehme jetzt ständig auf, okay? Ist das in Ordnung? Ja, mach mal. Gibt es Komm, hier keine zieh auf. Lichtschalter? Rein Ach, in die. da. Auf, ich nehme auf. Rein in die Bude. Nehme ich jetzt überhaupt auf? Weiß ich nicht. Ist Guck die doch mal Folge bei deinem hier? OBS. Nee, bin der Kamera im Game, Mann. Ach so. Oh, ich nehme das schon die ganze Zeit auf. Mega erschrocken, gell? Kannst du mal aufhören, die Schranktüren wieder zuzumachen, wenn ich sie gerade aufgemacht habe? Ich hab Spüli. Braucht jemand Spüli?
Nein, ich will in diesen Schrank! Komm! Ich bleib jetzt hier, so. Was ist das denn hier? Ja, ich hab mich im Schrank eingesperrt. Tom Cruise hat sich im Schrank eingesperrt. Und dann zieh ich meine Knarre! Nein, ich komm nicht aus dem Schrank raus. Wenn jemand dreckiges Wasser sieht, sag Bescheid. Ja. Ich mach ein Nosferatu-Cosplay. Hey, guys, bist du Nancy? Mein Kamera ist einsatzbereit. Ich bin Kenneth Harris. Wieso merke ich mir eigentlich immer nur die Namen? Mann! Ich hab mir den auch gemerkt, es war mir nur egal. Oh. Salz. Soll ich mal Salz hier vor die Tür machen oder so? Oder wo soll ich Salz hinmachen? Weiß ich nicht. Wie benutze ich denn Salz? Ich hab hier dieses komische Brett gefunden im Keller. Oh. Schon wieder ein Uchiha-Brett? Ja. Will mal jemand eine Runde mit dem Geist spielen? Mach mal. Ja, bitte. Wo ist der Keller? Wo geht's in den Keller? Wo geht's in den Keller? Wo geht's in den Keller? Da. Wuhu, ich komme. Licht. Geil. Den kann ich nicht öffnen, oder? Okay. Nutze ich denn das Salz? Is anybody here? Malis? Bitte was? Wie nutze ich denn das Salz? Hast du das verstreut schon? Nee, ich weiß es leider echt nicht. Kacke. Hello. Mit rechter Maustaste, aber. Can you hear me? Are you here? Who are you? Oh. Suck my duck. Ich hab Fernseher angemacht. Das fand er gerade nicht so witzig, glaube ich. Ich bin Dean Vater. Ich bin Dean Vater. Kann ich auch gar nicht sehen. Mutter sagt, der Postbüdel hätte mich brücht. Den Mutter snackt fehl, wenn es doch lang ist. Warte, ein sind Uhl, ist der anderen sind Nachtigall. Ich habe Schlüssel gefunden. Mist. Ich habe hier einen Schlüssel gefunden. Stimmt für das Auto wieder. Stimmt wieder. Nee, ist kein Autoschlüssel. Ist irgendwie. Ich kann nicht mehr. Ich geh mal die Treppen hoch. Oh, ein Kinderzimmer. Was ist das? Ein Schaukelpferd? Ich habe auch noch einen Schlüssel gefunden. Aha. Ich konnte den Schlüssel nicht nehmen, weil ich habe. Ach, dann ist das wahrscheinlich der gleiche. Ich will den Geist ein bisschen verärgern. Ist das in Ordnung? Ich habe so viel im Inventar. Ich habe einen Teddy geholt. Ja. Aus dem Kinderzimmer, den schmeiße ich jetzt raus in den Regen. So, erstmal Licht wieder. Wollte ich gerade sagen, da geht direkt das Licht an. So, wie kann ich jetzt Salz nutzen, Leute? Ich habe die Garage gefunden. Wie nutze ich das Salz? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe hier auch noch einen Schlüssel. Den konnte ich aufnehmen. Okay, ich will nur mal kurz anmerken, ne? Die Gesamtaktivität ist gerade eben zwischendurch echt ordentlich durchgedreht. Ich bin kurz am Auto, hab mal geguckt. Habt ihr mal geguckt, was das Autokennzeichen vom Auto ist? Nee. Asu. Strom muss aus, oder? Hey, war das Licht ausgemacht? Nö. Der Fernseher hat einmal geflackert und ist Ende. Wenn da jetzt gleich nachher irgendwie was aus dem Fernseher rauskommt, dann bin ich nicht mehr eure Freundin. Dreh dich mal um. Nee, dann bist du tot. Ah! Ich mal kurz und bring mal den Knochen weg. Ach, du hast Knochen? Du hast Knochen gefunden? Ja. Gefunden? Was? Ich hab einen Knochen gefunden. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Okay, er versucht den Sender einzustellen. Erfolglos, wie ich sehe. Ich hab ne Fernbedienung. Das war ein Bild! Der guckt ja nicht auf den Fußboden, wer ist denn das?
Was ist denn los? Ein Foto von einem Mann mit Bart an der Wand hängen. Ja! Sven, ich brauch mal dein Licht, damit wir in den Keller gehen können, um das, um den Sicherungskasten wieder anzuschalten. Alter, Gott, oh. Ja, Mann. Ich komm zurück, wenn ich den Weg finde. Ah, hier, okay. Ja. Hauptsächlich läuft mit der Family nur durch die Gegend. Das ist das Einzige, was ich bisher aufheben konnte. Oh. So, ich hab den... Wer ist angegangen? Ja, Sicherung ist wieder drin. Mal, kannst du mal mit der UV-Lampe auf den Fernseher leuchten, wenn du sagst, ich bin alleine angegangen? Ich leuchte auch drauf, ja, aber... Die irgendwelche Spuren, Fingerabdrücke oder sowas? Ist nicht, ne? Nee, ich sehe gar nichts. Das Flick flackert jetzt auch nur noch. Ganz flackert, ja. Ich sehe hier echt, also hier ist echt nichts. Obwohl, warte mal, irgendwas ist hier doch. Was ist das? Das sieht irgend so ein Schatten aus. Was ist das? Kann jemand das fotografieren oder so? Ich kann ein Foto machen, klar. Soll ich machen? Ja, mach mal. Hab ich. Wir müssen ja Beweise sammeln. Was ist hier denn für eine Gangbang-Party? Könnte der Fernseher bitte wieder ausgehen oder so? Habt ihr nicht... Die Fernbedienung. Ihr habt doch... Die Fernbedienung hast du doch, ne? Ja, mach mal aus. Wisst ihr, was der komische Schatten ist? Nein. Die scheiß Türen. Oh, fick dich doch. Sorry. Da, guck, Türen sind zu, Schatten weg. Wollte ich nicht sagen, müsste. Also ich hab den Autoschlüssel gefunden jetzt. Okay. Oh, da ist der Teddybär, hallo! Jetzt... Ich suche immer noch mein dreckiges Wasser, womit ich vorhin ein Foto machen soll. Ich schmeiß mal die Fernbedienung weg, das hat mir nichts gebracht. Dreckiges Wasser? Ja. Übrigens, der Fernseher, der geflackert hat, das war durchgehend ich. Nur mal so nebenbei. Nee, das Wasser ist hier sauber, aber es kann noch dreckig werden. Es ist kalt. Mir ist kalt, mein Atem ist kalt. Hier ist kalt. Wo bist du? Ich bin in der Küche und hab gerade... Oh, hier ist wieder Licht. An der Spüle und so. Also gibt wieder Licht, Leute. Euer Atem ist auch kalt. Na komm schon, geh auf. Das ist einfach nur mein fucking Mundgeruch, ich weiß nicht. Die haben einen Pool. Also ich habe ein Beweisfoto gemacht, dass da zwei gerade in der Ecke rumgemacht haben. Aber ein Fluge fett fingert. Wen hast du fett gefingert? Was ist immer noch sauber? Oh, holy crap, Alter. Ich hab grad gedacht, da kam jemand um die Ecke, Mann. Hallo. Das war nur ich. Taschenlampe, hier Schublade ist auch nichts. Hier draußen wird ja nichts sein. Hm. Habt ihr in der Küche Waschbecken mal angemacht? Guck mal, liegt das doch wieder da. Was habt ihr denn? Warum macht ihr das nicht aus? Oh. So. Jetzt kommt wieder eine hohe Welle. Und ich glaube... Das Waschbecken ist sauber. Ist sauber. Ich bin gleich im Arsch. Du bist gleich im Arsch, warum? Ich bin gerade im Container, im LKW und es steigt. Okay. Alleine. Okay, also ich habe ein Handy. Ich weiß nicht, kann man damit was machen? Ich habe keine Ahnung, das Handy hatte ich auch schon mal benutzt. Ich versuche einfach mal zu telefonieren. Hilfe, es ist aus! Das Licht ist aus! Ich habe Angst! Leute, ich guck jetzt gegen die Wand. Also, ein Ziel haben wir schon erreicht. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Bin cool. Ich vielleicht? Ich würde sagen, ja. Maybe. Ich suche mal noch mein dreckiges Wasser. Leute, ich bin in der Garage. Könntet ihr bitte... Ich weiß nicht, ja, wo die Garage ist. Ich versuche mal meinen Weg dort zu finden. Ja, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, hier ist die Garage. Oh Gott, kannst du da Licht anmachen? Danke. Ich heil mich. Ganz nun jetzt alles ausgegangen. So. Waschbecken geht hier nicht. Nee. Alter, ich hab Panik bekommen, ey. Ich hab doch vorhin gesagt, wenn das passiert, bin ich nicht mal eure Freundin. Nee, du hast vom Fernseher gesprochen. Ja, ist doch egal. Alles.
irgendwo eine Treppe irgendwie nach oben oder so gibt's nicht, ne? Ah, hier ist der Atem wieder kalt. Hat noch jemand irgendwelche Gerätschaften dabei? Ich hab einen Hammer. Ich hab Salz. Dieses komische Radio-Ding, hat das jemand dabei? Nee. Das hab ich ja. Hast du gerade das Auto benutzt? Autoschlüssel benutzt? Das war's. Du selber. Nein, ich habe gar nichts gemacht. Ich möchte aber nicht ins Haus gehen, weil es ist gerade mehr. Ja, schon wieder. Das war ich jetzt diesmal. Oh Gott. Okay. Wo seid ihr? Ich muss ihn ärgern hier. Ja. Seid ihr unten? Ja, wir sind durch die Küche in die Garage. Ich komme dir entgegen. Okay. Woo! Oh ja, ich sehe was. Ich sehe Licht. Es wird weniger. Eben gerade war es bei über 100. Ey, cool, wow. Ich habe eine Tasse. Okay. Übrigens, ich habe mich vor dieser Person hier vorne erschrocken, ne? Hä, das ist dasselbe Bild wie in dem anderen Haus. Ja. Rasant. Nochmal jemand mit in den Keller. Wo ist denn der Keller? War ich doch gar nicht. Der kalt. Jo, ich komme mal in den Keller. Hier war ich doch gar nicht. 103, 104, 105. 6, 8, 7, 8, 9, 10, jetzt. Mr. Wilson? Thomas Wilson? Kenneth Wilson? Wilson Gonzales? Kenneth Harrod, glaube ich. Ja, an dem Computer stand nämlich Thomas Wilson. Im Kinderzimmer konntest du nämlich den PC anmachen. Ah. Es stand auch irgendwo Nancy. Vielleicht heißt der Geist Nancy. Es steigt wieder. 91, 92, Nancy? 93, Nancy. 94, 95, Nancy. 96, 97, 100. Ja, guten Tag. Hallo? Hallo. Wie rede ich denn nochmal? Wie mache ich das? Mit V. Mit V. Nancy, are you there? Ich hab ein Geschenk für dich, guck mal. Es geht runter. Ich hab ein Messer. Ich hab dich einfach damit... Hier ist es kalt. Ah, das meintest du. Jetzt hab ich's auch. Genau hier, wo ich stehe. Den Mundgeruch, ja, wird auch wieder mehr. Das hatte ich noch gar nicht. Are you bro? Nancy, Kenneth, Harry. Fast richtig. Ist das der Ghost? Habt ihr denn schon eine Ahnung? Warum ist das Licht aus? Habt ihr schon eine Ahnung, wer es sein könnte? Wir gleich Besuch kriegen. Oh, fuck. Jupp, jetzt hast du schon verärgert. Ladyboy. Schritte, oh mein Gott, es ist da! Es ist da? Es ist bei mir, ja! Er hat mich, ich hab ein Foto von ihm gemacht. Ja, raus aus dem Haus, komm! Nimm die Kamera mit, Mann! Die liegt in der Küche. Ja? Hol die Kamera. Nee, das ist nicht die Kamera. Das ist die Kamera. Ja, nimm die mit. Und geh raus. Ja, ich bin irgendwie auf. Ich brauche Licht! Falsche Tür! Hinter dir! Hinter dir raus! Umdrehen! Ja! Richtig! Und jetzt von dir aus links! Nochmal links! Weiter links! Noch ein Stück links! Ja, geradeaus! Nein, Keller! Zurück! Weiter! Rechts halten! Links! Ja! Geradeaus! Ja, das komm, lass raus! Hä? Wir haben ein Foto vom Geist, komm! Hardcore. Ich bin im Keller. Heute bin ich im Keller. Nein, ja, nicht im Keller. Raus. Aber wo denn? Komm, die Treppe hoch. Ich führe dich. Und jetzt da. Rechts. Geradeaus. Und jetzt links halten. Hier, wo ich bin. Hallo. Okay. Ich renne. Leute, ich renne. Sind alle drei raus? Ich renne. Ja. Geopfert fürs Team. Aber wie wissen wir jetzt, wer es ist? Keine Ahnung. Wir haben ein Foto vom Geist, das reicht erstmal. Haben wir doch, oder? Warte, ihr müsst ja die Tür noch nicht zumachen.
Ich sag, das ist ein Poltergeist. Haben wir denn ein Foto vom Geist? Ja, haben wir. Das war wieder so ein Typ in so mit so einer Axt. Oh ja, guck mal im Journal, da ist es. Ja. Da könnt ihr es sehen. Krass. Das Foto? Okay. Kann man das sehen hier? Ja, das im Foto Journal. Ja, das kann man sehen, das Foto. Auf J. Ja, ich sehe es, okay. Ja, okay. Seht ihr das Beweisfoto, was ich gemacht habe in der Küche? Mhm. Ih, du bist so. So, Beweis gefunden. Okay, hallo? Also Gefriertemperatur haben wir. Ja. Fingerabdrücke hast du doch auch, oder? Nee. Nee. Ich hab nichts gefunden. Okay. Entdeckung, welche Art von Geist es sich handelt. Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Das müssen wir doch machen. Ich gehe da nicht nochmal rein. Wir haben jetzt ein Foto vom Geist. Das ist doch auch gut. Lass mal. Können wir im Journal noch irgendwie herausfinden? Okay, kann einer von euch diese Kamera hier nehmen? Wartet mal. Die da. Da, hinter dir. Hinter dir. Kite. Ja, warte. Ich bin im Journal. Okay, wir haben ja ein Beweis Gefriertemperaturen. Aufgrund dessen ist es schon mal eingeschränkt, wenn man den Geisttyp auswählen möchte. Es ist jetzt nur noch Gespenst, Phantom, Benji, Mare oder Dämon, Yurei. Okay, ich guck mal hier Mare oder Mare. Ich weiß jetzt nicht, ob das Englisch ausgesprochen wird. Okay, nee, da wäre dann mit Licht, warte mal. Dämon greifen viel öfter an als andere Geister. Erfolgreiche Befragung des Ouija-Boards über den Dämon verringern den Geisterzustand. Yurei haben den stärkeren Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen. Wenn sie den Raum des Yurei ausräuchern, okay, das konnten wir ja nicht machen. Dann hätte es noch sein können, Benji wird jeweils nur eine Person jagen, fürchten das Kruzifix und sind weniger aggressiv. Also Benji kann es schon mal nicht sein, da wir ja zu zweit, beziehungsweise, nee, warst du alleine, als du angegriffen wurdest? Teil stand direkt neben mir. Nee, also Benji ist schon mal nicht. Wurde. Dann wäre Gespenst, ein Gespenst berührt nie den Boden, wodurch er nicht durch Fußabdrücke gefunden werden kann. Das ist vielleicht auch noch interessant. Aber gut, wir konnten das sein. Nee, der hatte Schritte. Der hat Schritte gemacht. Das kann nicht sein. Also Gespenst nicht. Nee, Phantom. Senkt ihren Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Fotografieren sie das Phantom, verschwindet es temporär. Das ist ein Phantom. Ja. Der ist sofort verschwunden nach dem Foto. Ja, ne? Ja, dann gehen wir zum Ouija-Brett und sagen, du bist ein Phantom. Oder was? Oder ein Chaos. Der lasst eure Ausrüstung hier. Ausrüstung da lassen, ja, okay. Weil ansonsten alles, was wir gekauft haben, ist dann halt weg, so. Und wenn ihr schlau seid, schafft ihr es noch, meine Taschenlampe zu holen. Okay. Aber die Aktivität steigt wieder hier, ne? Ja. Wollen wir das lieber abwarten? Nein. Okay, viel Spaß. Wir machen das jetzt. Einfach reingehen und dann V drücken und sagen, du bist ein Phantom. Ja, mach mal. You are a Phantom. 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 Danny Phantom. Er ist direkt neben euch. Geh raus, geh raus, geh raus. Ich kann nicht raus. Geh von der Tür weg! Mann! Geh weg von der Tür! Okay. Okay. Wenn du an der Tür stehst, kannst du die nicht öffnen. Okay, ich habe ihn gehört. Er hat entstanden direkt gemacht. Neben dir. Ja, komm, ja, wir schließen die Tür. Wir haben okay, gesagt, dass es... Wartet mal, ja, aber wer greift nur einen an? Wir waren zu zweit. Er war direkt neben dir. Die uns. Benji. Es ist ein Phantom, sag ich dir. Ja. Ja, ja, gut, okay. Okay, raus da. Okay. Wir haben ja ein bisschen was. Hauptsache erstmal ein bisschen Kohle verdienen hier. Aber entdecke, um welche Art es von Geist handelt, ist jetzt nicht ausgegraut. Nicht die ganzen Beweise gesammelt haben. Yurei. Yurei? Was? Okay. Ja, ich hab 40 bekommen. Ich hab auch $40. Ich
noch einen Beweis und Fotos haben wir und eine Aufgabe. Naja, komm, immerhin haben wir ein bisschen Kohle gemacht. Ja. Ja, sehr schön. Also besser als die letzten Folgen. Es wird immer besser hier bei uns. Auf jeden Fall. Langsam haben wir den Dreh raus. Ja. Yay. Yay. So, und das war's dann mit unserer Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh. Und vielen Dank euch zum Mitspielen. Fürs. Jo. Fürs Mitterich, oder was? Fürs. Alles klar. Fürs Mitterich. Tschüss. Tschüss.